Sie haben Ihre Promotion abgeschlossen und möchten Ihre Karriere in der Wissenschaft fortsetzen? In der frühen Postdoc-Phase bietet das Walter-Benjamin-Programm der DFG die Chance, Förderung für Ihr erstes eigenverantwortliches Forschungsvorhaben zu erhalten. Damit sind Sie weltweit mobil, können am Ort Ihrer Wahl in ein neues wissenschaftliches Umfeld starten, Ihr eigenes Forschungsprofil weiterentwickeln und Ihre Netzwerke erweitern. Es wird erwartet, dass Sie für die Durchführung Ihres Walter-Benjamin-Projekts an eine neue Institution wechseln. Die Förderung erfolgt in Deutschland mit einer Stelle oder im Ausland mit einem Stipendium. Das Programm ist auch offen für Forschende, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten. Auch eine Kombination von Phasen im In- und Ausland ist möglich. Bis zu 2 Jahre finanziert die DFG ihre Stelle oder ihr Stipendium und einen Sachkostenzuschuss. Die gastgebende Einrichtung stellt Ihnen einen Arbeitsplatz sowie weitere notwendige Forschungsmittel zur Verfügung. Eine von Ihnen gewählte Person unterstützt Sie vor Ort als Mentorin oder Mentor. Beispielsweise durch Einführung in wissenschaftliche Netzwerke, Karriereberatung oder Feedback zum Forschungsprojekt. Auf der DFG-Webseite finden Sie Informationen zur Antragsberechtigung, Details zum Mobilitätskriterium und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Dort gibt es auch einen Leitfaden zur Antragstellung. Zum Antrag gehört eine Beschreibung Ihres Forschungsvorhabens, Ihr Lebenslauf und eine Zusage über Unterstützungsleistungen Ihrer Gastgeberin oder Ihres Gastgebers. Sie können Ihren Antrag jederzeit stellen, frühestens jedoch, nachdem Sie Ihre Promotion beim Prüfungsamt eingereicht haben. In einem 3-stufigen Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren wird Ihr Antrag mit Offenheit und Objektivität geprüft. Für die Bewertung gibt es klare Kriterien. Dazu zählen Ihre Qualifikation und Karriereperspektiven, die Qualität des Vorhabens sowie die Wahl der Gastinstitution. Außerdem wird geprüft, ob Sie sich in der frühen Karrierephase befinden und das Mobilitätskriterium erfüllen. Nach ca. 6 Monaten wird Ihnen das Ergebnis mitgeteilt, zusammen mit Hinweisen aus der Begutachtung. Wenn Sie Fragen zum Programm haben, melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.